zitiert haben, Herr Schenk. Das war eine Abschiebung, die aus dem Gefängnis in Mühldorf stattfinden hätte sollen. Und damals gab es eine Demonstration mit, ich bringe die Zahl jetzt nicht mehr genau zusammen, ich glaube, es waren irgendwo zwischen 250 und 300 Personen, die dagegen demonstriert haben. Es ging damals um eine Abschiebung, wie viele Personen es genau waren, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Demonstration von einem Arzt aus Rosenheim organisiert wurde. Einem Arzt aus Rosenheim. Kinderarzt aus Rosenheim. Das kann jetzt jeder mehr auf sich wirken lassen. Was hat ein Kinderarzt aus Rosenheim bei einer Aufstellung in Mühldorf zu tun? Ich weiß es nicht. Demonstrieren ist okay, gut. Aber hat er vielleicht persönliche Interessen, die dahinter stehen? Kann jeder für sich beantworten. Ja, mein Name ist Heugen.